Honor 20 Lite oder Huawei P30 Lite, das fragen sich viele von euch. In diesem Video treten beide Handys gegeneinander an. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Smartphones unten verlinkt. Design. Beim Punkt Design ist das P30 Lite mit 53:51 Punkten sehr knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 5 Gramm leichter, 0,6 mm dünner, 1,9 mm kürzer, 0,9 mm schmaler und 9,8% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das 20 Lite knapp mit 49:46 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 1,2% höhere Auflösung und 1% größere Bildschirmgröße. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das P30 Lite haarscharf mit 79:78 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Spezifikationen. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das P30 Lite knapp mit 62:58 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 1,7-fach mehr Megapixel der Hauptkamera und 2-fach größerer Zoombereich. Das 20 Lite kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 33% mehr Megapixel der Frontkamera. Audio. Beim Punkt Audio sind beide Produkte ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Produkteigenschaften. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das P30 Lite deutlich mit 64:57 Punkten. Das 20 Lite hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 1,8% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das P30 Lite mit 80:76 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 2,7-fach schnellere Downloads, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, hat ein Gyroskop und hat Typ C-USB-Anschluss. Das 20 Lite kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. Unterstützt NFC. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Huawei P30 Lite das Honor 20 Lite mit 55:51 Punkten knapp. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.